Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masterpiece mit mir, dem Mann, gleich. Wir schauen jetzt mal hier rein. Was haben wir hier in Mamas altmodische Geheimnisschatulle? Immer noch den Mythic Prolog. Okay. Ja, dann geht's weiter. Was haben wir denn da? Die Swing Dance Tire Box. Okay, ist jetzt neu reingekommen. Was ist das denn? So, das muss ich mir jetzt erstmal genauer anschauen. Also, wir haben einmal die Swing Dance Luan. Okay, das ist das da. Okay, mit sechsfach Motivieren, Bodyguard und siebenfach Cripple. Sechsfach Cripple, okay. 10,39, okay. Also eine defensive Pre-Combo. Dann haben wir Roller Disco Courtney. Da können wir mal ganz kurz reinschauen. Music Videos Dewey, Friedenstanz und so weiter. Death Metal ist natürlich mega geil. Drum Solo, Quagmire. K-Pop Peter, Playlist Mac, Talent Show Lois, Sing and Swing, More Forever, Turning Fork, Rapper Klaus, Clarinet Stan, DJ Buttercup, Power Core Roger. Okay. Ich gehe jetzt hier mal nicht alle durch. Wie sieht es denn hier bei dem Troubadour Jeff aus? Das sind ähnliche Kombos. Die sind wahrscheinlich alle gleich. Ah. Sing and Swing war eben gerade auch zu sehen. Turning Fork ebenfalls. Steve and the S-Tones. Okay. Clarinet Stan wieder. Power Core Roger. Kiss and Clarinet. Boombox Teddy, One Man Musical, Hip Hop Bob, Fahrt School Louise, Dream Gitter. Das sind schon coole, wirklich coole Karten dazwischen, muss man echt sagen. Ja. Line Dancer Amy und Super Tanztrupp. Super Dance Squad. Dann haben wir allerdings hier eine Luann Platter. Und von der Luann Platter bin ich ja nicht so wirklich begeistert. Swing Dance Luann. Bible Study auch wieder defensiv. Schon zweite Defensive. Zählen wir doch einfach mal. Gut, da, die war jetzt da oben natürlich nicht schlecht. Aber es ist mit Mythic Neil Goldman. Okay. Hottie's Luann ist halt geil, ne? Die ist halt echt geil. Die war ja jetzt erst als Combo Mastery da. Hottie's Luann. Tabo Luann, die ist halt wieder Schrott. Luanns 21. Geburtstag, wieder Schrott. Naja, geht. Geht. Ist halt wenig Punch, da kommst du halt nicht weit mit. Ja, gut, ist die Frage. Wenn man die hier so natürlich, wird's schon interessanter, in Richtung 40. Gut, die hat jetzt 31 Angriff gehabt. Teufel in Luann. Ich bin halt echt, also mit der Luann Platter kann ich mich halt echt nicht anfreunden. Ne? ADHS Luann ist gut. Aber. Bedienung Luann, das ist alles nicht meins. Also eine geile Combo und der Rest, vielleicht zwei ganz gut und der Rest ist halt echt durchwachsen bis schrottig. So, dann haben wir die Golfer Amy, Oktoberfest Amy. Gucken wir uns mal die Amy Wong an. Flügelmutter ist natürlich cool. Betsy. Aber ich
befürchte, dass das hier bei der Dr. Amy Wong ähnlich aussieht. Ja. Whale Hunter ist gut. Whale Hunter Amy ist echt gut. Ja. Golfer Amy, ja. Da die Nymphe. Ja, es sind jetzt, also Amy sowie Luanne sind jetzt nicht unbedingt die Charakterkarten, die ich mir so wünschen würde. Alles beides nicht. Und das spricht für mich, also nach meinem Geschmack, eben gegen diese Box. Ja. Also erstens finde ich, ist die Pre-Combo jetzt nicht so der Oberbringer. Ja. Gut, die anderen drei kriegt mir so irgendwie wieder zusammen. Und Luann Plätter brauche ich nicht wirklich. Ja, Dr. Amy Wong, ja. Schauen wir doch mal in die Combo Masteries rein. Die es diesmal bei der Box gibt. Und dann hätten wir einmal hier die Swing Dance Luann. Gucken wir uns auch gleich mal richtig an. Wenn schon, denn schon. Wenn, dann gucken wir uns den Kram richtig an. So. Und das wäre jetzt diese da. Ja. Swing Dance Luann. Kann man auch mal hier die Werte sich angucken. Können wir auch mal maxen, da können wir mal schauen, was da hinten tatsächlich dann für ein Wert rauskommen würde, wenn man die hier die Luann Plätter 17 motivieren, 17-fach Bodyguard, 19-fach Cripple. Nächste Combo hier, More Forevers. Naja, More Forevers ist das hier. Auch wieder Bodyguard Bombe. Ein 17-fach Cripple. Die ist nicht schlecht, die ist schon gut, ja, aber. Den Clarinet Stan. Ist der Clarinet Stan hier? Der Leech, Revanche und Hijack. Die ist schon nice. Ja, Clarinet Stan ist mit Sicherheit eine geile Combo. Line Dancers Amys. Machen wir mal einen Blick drauf. Line Dancers Amys ist das hier. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Kommen die Max mal auch nochmal, dass wir da wie im Sommer so in etwa wissen, wo man hinkommen könnte. Aber das ist. Na gut, mit 20-fach motivieren, 14er Bombe ist halt schon krass, ne? Also, das ist halt echt eine Karte, die zerstört alles rechts und links, ne? Hast du quasi 34 nach links, 34 nach rechts. Das ist schon geil, ja. Da 10% nochmal drauf, das ist schon mega, du. 23, 15, das wären 38. 38 in beide Richtungen, ey, mein Lieber. Das ist brutal. Puh. Also, da muss man echt sagen, wenn die draußen ist, ne? Wow. Die kann richtig, richtig wehtun. Dann natürlich, die Super Dance Squad ist natürlich auch, oder super. Tanztrupp. Ist natürlich auch eine mega geile Combo, ne? Hier mit Craze, mit Cheers All und mit einer Mauer. Das ist auf jeden Fall eine gute Combo. Die macht auch Spaß. Und dann haben wir den Arlen's Man's Core. Das ist dieser da unten. Und der sieht folgendermaßen aus. Arlen's Man's Core ist das da.
Mit Revanche, mit Cheers, mit Motivieren. Auch hier nochmal Bill, Maxen. Gucken, was passiert. Maxed out. So, und dann hätten wir das hier, ne? Also ich muss sagen, die untere Reihe gefällt mir besser als die obere. Also jetzt hier die letzten drei Kombos sind für meinen Geschmack. Gut, Clarinet Stan ist auch nicht zu verachten. Aber alles insgesamt gesehen, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht so genau. Ich würde sie mir nicht holen. Also, nee, da warte ich dann doch lieber auf eine bessere Box. Also mein Ding ist diese Box definitiv nicht. Wir können ja mal hier reinschauen jetzt nochmal, da bei den Tires, was es da wieder gibt. Also hier ist jetzt da erst ab Tire 5 gibt es dann die legendäre Pre-Combo garantiert. Ab Tire 3 hat man eigentlich dann schon zwei Legis und einmal Random Mastery Tokens. Aber dazu muss man dann eben 1600 ausgeben. Na, hast du drei Pulls und zwei garantierte Legis. Ja. Ist jetzt natürlich die Frage so in Zukunft, ne, wenn jetzt mehr diese Tireboxen rauskommen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, ich mache normalerweise mache ich einen Pull mit drei Karten. Also wenn ich ein Sonderangebot aufmache von der Box, ne, mache ich einen Pull für 800 mit drei Karten. Wenn ich Glück habe, sind es drei legendäre. Wenn ich Pech habe, habe ich drei blaue. Meistens ist es so eine legendäre und zwei blaue, ne? So, jetzt, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen umdreht und sagt, okay, ich spare jetzt nicht mehr auf 800, sondern ich spare auf 1600. Das ist nämlich genau das, was man hier machen würde. Das wären zwei, quasi wie zwei Sonderangebotsboxen. Dann habe ich nicht drei Puls, sondern ich habe drei Puls und zwei legendäre garantiert. Ja. Bedeutet, ich mache zwar anstelle von sechs Puls, fünf Puls. Davon sind aber zwei garantiert legendär. Ja, einmal eine Level 1 und dann nach unten über die legendären Steine. Ja. Hinzu kriege ich dann noch Gigiwatts, bekomme hinzu noch, Level 1, Epic or Better 2. Es ist ja sogar noch mehr eigentlich, wenn ich mir das anschaue. Ich habe hier ja sogar noch mehr Puls, ne? Also ich krieg dann dreimal diese Level 1 Line Dancer Amy. Gut, die ist für den Arsch, also die brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann habe ich aber Level 1 Epic or Better einmal. Level 1 Epic or Better zweimal. Level 1 Epic or Better zweimal. Das heißt, ich habe 5 Puls. Das ist ja sogar noch anders. Ich habe 5 Puls. Und zwei legendäre garantiert. Das heißt, eigentlich habe ich 7 Puls. Bedeutet also, rein jetzt mal von der Logik her gesehen, rein prinzipiell gesehen, können wir diese 800er Sparmaßnahmen, die sind jetzt für den Arsch für die Zukunft wahrscheinlich. Ja. Das heißt, für den Arsch kann man es auch nicht sagen, aber dann spart man eben auf 1600. Ja. Und dann guckt man, dass man hier so eine Tirebox sich holt. Dann hast du zwei legendäre auf jeden Fall. Hast 5 Puls. Hast Forschungsbeschleuniger. Hast da noch ein Random Mastery Token. Why not? Und hast du 6x 8 Forschungsbeschleuniger. Du hast 2x 24 Stunden Forschungsbeschleuniger. Ist geil.
Also 1600. Ich werde es in Zukunft, werde ich es persönlich immer so machen. Und werde in Zukunft immer jetzt zusehen, dass ich da auf jeden Fall diese Dings da, dass ich das mache. Ne? Also, dass ich da auf 1600 spare. Ich denke, das ist so das Beste, was man aktuell machen kann. Glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter und gucken mal, was wir da so als nächstes haben. So, das war's zum Thema Swing Dance Tire Box. Jetzt nicht so ganz sicher. Ich weiß eins, ich werde auf jeden Fall in Zukunft immer auf 1600 sparen. Gut, wenn ich nicht noch gerade irgendwie eine Musik haben will. So, dann haben wir hier den Michael Dengel Low. Diese Valentine's Tire Box, die haben wir ja schon mal besprochen gehabt. Damit, na komm schon. Michael Dengel Low, Roger Sexy Shorts, Lois Griffin, Kreissäge, Planet Express Schiff und Francine Smith. Und diesen ganzen Kombos hier mit S&M Peter und so weiter und so fort. Wer es genauer nochmal wissen will, der soll sich das andere Video anschauen. Das zu dem Thema, dann haben wir eine Epic Lila, dann haben wir ein Epic Bob Pack und da natürlich die Mythic Haley. Auf die freue ich mich natürlich wie ein kleines Kind, ja, wie ein, also es, wenn ich die krieg, bin ich happy. I am happy. So, also dann haben wir hier Music Video Studio, Roller Disco, Courtney, Big Mountain Fudge Cake und Bill Daughtry mit der Mythic Haley. Die passt mega in meinen Deck. So, und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Und dann ziehen wir uns das jetzt mal rein, was es hier so gibt. Die Meisterschaft. Wir haben Mac Dog. Dog Mac. Das ist Dog Mac. So, Dog Mac. Und Dog Mac ist diese da. Schauen wir mal da rein. Na, wo ist es? So. Dog Mac mit Animal-Karten. Können wir eigentlich jetzt auch gleich schon maxen. Haben wir ja nur legendär und in der seltenen Version. Und dann kommt da auf der rechten Seite was raus. Das sieht schon ziemlich übel aus. Also mit Revanche, mit Stoß durch die Mauer und mit Leech. Gut. Revanche ist natürlich nur dann, kommt natürlich nur dann zum Tragen, wenn die gegnerische Karte einen Angriff macht, beziehungsweise Schaden verursacht, und dann haben wir aber durch das Leech kommen wir wieder zurück. Also, die ist schon gut, die Dog Mac. Und die ist natürlich auch so stark, wenn wir uns das angucken, hier 27, 30, 22, ja. Die ist auch so stark, dass sich hier tatsächlich diese 10% richtig lohnen. Aber es sind halt 500 Gems. Und ich würde die hierfür nicht ausgeben. Nicht für eine Mac, schon gar nicht für eine Dog Mac. So, auch wenn die nice ist, würde ich nicht tun. So, als nächstes sind wir dann an beim Fry als Captain Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Da-da-da-da-da-da-da-da. So, und dann haben wir den Captain Yesterday hier und ja, hast eine Bombe. La Bomba. La Bomba ist da. So, gucken wir uns dieses Bömmchen mal an. Und das ist aber auch schon alles, was der Captain Yesterday kann. Er hat eine Bombe. Also der ist jetzt nicht so der Oberbrüller. Deswegen klicken wir den auch schon gleich wieder weg und gehen sofort in die nächste Combo rein. Und das ist eine, die habe ich so vorher eigentlich noch gar nicht gesehen. Bin da jetzt nur die, gut, spiele den Steve jetzt auch nicht. Gucken wir mal rein in diese Combo. Steve and the S-Tones.
Können wir eigentlich auch jetzt schon gleich maxen beim Steve? Steve Smith. So, dann haben wir eine Bombe, Stoß durch die Mauer und Schild für alle, aber auch wieder nicht für alle, sondern nur im eingeschränkten Stil. Ja. Jetzt, ja. Ist nicht schlecht, ist aber auch jetzt, ich weiß nicht, also, nee. Die 1000 würde ich nicht für ausgeben. Nee, 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 nee. Dann hätten wir als nächstes den Football Stewie. Und auch den gucken wir uns jetzt mal an. Den Football Stewie. Das ist dieser da. Mit Bodyguard, Mäuerchen und Stoß durch das Mäuerchen. Heute alle mit Stoß durch die Mauer, ne? Ja. Auch da wiederum. Also ganz ehrlich, ich bin heute, bin ich jetzt nicht ganz so wirklich so begeistert von dem aktuellen Shop. Und naja, am besten ist halt wirklich noch vorne die Doc Mac, würde ich sagen. Alles andere ist, ja, ist okay, ist aber auch jetzt nicht so der Oberbringer, ne? Also so halb durchwachsen. So ein bisschen zäh, sage ich mal, zäh. Ja. Nichts Halbes und nichts Ganzes kann man sagen. So, irgendwas mittendrin. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat und geholfen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen da oben da. Da freue ich mich hier wie ein Schneekönig. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.